Ich arbeite doch schon bis zum Umfallen. Was soll ich denn noch alles machen? Willkommen zu Lanz Koch. Schönes Thema heute. Deutsche Klassiker. Und dazu natürlich ein paar echte Klassiker aus der deutschen Küche. Hier sind sie. Hier sind zunächst mal Steffen Hensler, Alexander Herrmann, Alfons Schubeck, Holger Kleberg und der Konditor-Weltmeister Bernd Siebert. Hey. Hallo. Mein Lieber, du bist ja schon wach. Ja. Gott sei Dank mal wieder bei dir, oder? Sehr gerne. Komm vorbei. Ich freue mich. Hey, ich bin auch da. Ja, schön, dass du da bist. Und du hast hier Bernd mitgebracht. Oh. Jetzt hau ich dir auch noch auf die Kopf. Entschuldige. Hör mal, das freut mich sehr. Ja, herzlich willkommen Ihnen zu Hause. Schön, dass ihr da seid. Und was mich sehr, sehr freut, ist, dass Kolja einen lieben Freund mitgebracht hat, der bereits mal hier in der Sendung saß. Ne? Da habe ich ihn sozusagen reingeschmuggelt. Genau. Ja, Bernd Siefert, dein Konditorfreund und Konditor-Weltmeister. Ne? Waldmeister. Ich komme aus dem Odenwald. Also, das ist gut. Ich wusste es. Konditor wird man in erster Linie doch auch, weil man, sagen wir mal, das, was man verkochen sollte, gelegentlich auch dann vorher zu sich nimmt, oder? Ich bin der Süße. Der Süße oder Schnäpse kennen? Das sind andere. In der Küche, ja. Die brauchen ein bisschen was, aber es geht auch ohne. Herrlich. Ja. Bernd, du bist Konditor-Weltmeister. Was heißt das? Was muss man da können? Pralinen, Eis, Torten, alles, was das Leben lecker macht und glücklich macht. Aber was ist sozusagen das Kriterium, das dann sagt, okay, jetzt bist du auch Weltmeister? Das ist eigentlich ganz einfach. 6 Sorten Pralinen, 18 Stück, 6 Sorten Petitfours, 18 Stück, eine 5-stöckige Torte, einen essbaren Tortenschaustände, ein Schaustück aus Zucker, ein Schaustück aus Schokolade, ein Schaustück aus Eisgebäck. Das alles in 16 Stunden. Ehrlich? Und abgenommen habe ich 8 Kilo in den 16 Stunden. Nein. Und ich weiß, ich könnte mal wieder eine Weltmeisterschaft machen, also ist schon verjährt, aber... Hast du nicht wirklich? Doch, ist so. Alfons, hast du das gehört? Ja. Der Bernd hat in diesen 16 Stunden Wettbewerb 8 Kilo abgenommen, sagt er. Das ist ein Marathon, ich weiß, ich könnte mal wieder einen machen, ist okay. Ja, aber, das ist ja Wahnsinn. Was an Erfahrung oder was? Was auch nicht Nein. Verliert man natürlich wahrscheinlich wahnsinnig Flüssigkeit, oder? Das ist nur Rennerei, also das ist hier entspanntes Kochen sozusagen. Du wirst dich noch wundern, Freundchen, was wir hier heute entspanntes Kochen machen. Schön, dass du da bist, Bernd. Herzlich willkommen. Ja. Zu diesem deutschen Klassiker und zu diesem deutschen Klassiker kommen wir gleich. Aber ich frage mich natürlich... Warum ist er ein deutscher Klassiker? Steffen Hensler ist frage ich mich auch. Bin ja sozusagen der Benjamin der Runde. Ja, du bist der Einzige unter 40 hier in der Runde. Ja. Also das stimmt. Ja. Ja. Ich bin auch schon drüber. Ja, logisch, wo du sagst. Man sieht es halt nicht. Ja. Oh, der Hausmeister ist auch wieder da. Weißt du, das graue Jäckchen wieder angezogen. Mit 40, mein Freund, kommt man dann in die neuen Sphären. Kannst du dich noch daran erinnern? Also jetzt ist er schon lange her. Es sind immer schon 360 Tage oder so. Ist er schon weg. Großartig. Ja. So, Steffen, du machst uns heute. Erstmal die Frage: Kannst du mit, weil ich mir das nicht vorstellen kann, mit so richtig deutschen Klassikern, Forelle, Müllerinnenart und so, kannst du damit was anfangen? Also ich esse sehr gerne. Ja klar, ich esse es gerne. Hab's aber relativ selten zubereitet. Ja. Weil ich ja eher in der Gastronomie groß geworden bin, im Sterneladen gelernt und dann sehr asiatisch. Also ich esse es gerne, ist es aber nicht mein Favorit zum Zubereiten. Aber zum Essen ist es wunderbar und man orientiert sich auch an Klassikern, wenn du neue Ideen hast. Also diese klassischen Zubereitungen, wie zum Beispiel jetzt bei Eisen Forelle Müllerin, das passt immer mit der Nussbutter, mit Kartoffel. Und da spinnt man halt neue Sachen zusammen. Also man orientiert sich immer an den Klassikern. Okay, also. Und deswegen machst du uns heute was ganz Spektakuläres, nämlich durchgedrehtes Fleisch, Rindertartar. Mal nicht so negativ hier. Mit frittierter Petersilie. Das ist ja noch spektakulärer. Jetzt wird Moment. Na.
Jetzt werdet ihr Fachmann mal sagen, wie das geht. Das ist ein feinstes Rinderfilet. Ja. Mit der Hand zart und fein geschnitten. Ja. Dann wird es mariniert mit ein wenig Sesamöl, mhm, ein bisschen Sojasauce, knusprigen Kapern, gebratenen Schalotten. Das Ganze wird serviert auf einem gerösteten Pumpernickel. Obendrauf kommt ein touchiertes Wachtelei und darauf knusprige Blattpetersilie. Ha! So. Nehmen wir alles zurück. Ja. Herrlich. Ne? Das ist schön. Ja. Ich esse ja sehr gerne Tartare, du weißt. Ja. Kapern ist immer schwierig. Ne? Gibt viele Menschen, wir werden das gleich noch da hinten sehen, vor allen Dingen, wenn sie sehr jung sind, also unter 18, ja. Kinder zum Beispiel, die sagen, Kapern ist einfach nicht mein Ding. Aber nein, aber Kapern, wenn man sie frittiert, ja, habe ich gerade von Hermann auch vorher noch gelernt, verlieren sie die Säure und dann passt es wieder. Ich bin sehr gespannt. Ja, also gelernt, wir haben uns ausgetauscht und sind beide zum selben Entschluss gekommen. Frittiert man die Kapern, werden sie knusprig und werden etwas eleganter im Abgang. Ja. Also es ist nicht so, dass das Forstschiff du auch mit jetzt kommst. Na komm. Ja, ja, ja. Herr, wenn du schon mal was weißt, kann man das ruhig erwähnen. Ja, das stimmt. Und deswegen habe ich mir gedacht, ich lasse dich dabei glänzen. Und während ihr euch hier gerade kabbelt, ist im Hintergrund was Spektakuläres passiert. Ich glaube, etwas, was seit 30 Jahren so in einer deutschen Küche nicht mehr stattgefunden hat. Alfons Schubeck sucht selbst Geschirr. Alfons, oder? Ja, genau. Ja, so wenn nichts hergerichtet ist. Konntest du dir noch mehr auf 60 Grad denken? So, und wir begrüßen zunächst mal, wir gehen jetzt gleich da. Aber er kann den Ofen nicht selber anmachen. Ganz geil. Wie viel brauchst du? Temperatur? 80 Grad wären schön. Hermann, ja, stell falsch ein. Nix da. Na. Hallo. Herrlich. Wenn der Chef sagt 80 Grad, ja, heute geht's direkt hoch her. Ne? Das ist doch schön. Ja. Pass auf, bevor wir gleich dann zu Alexander und zu Alfons auch kommen, begrüßen wir zunächst mal Kolja Kleeberg sehr herzlich, meine Damen und Herren. Und warum tun wir das? Warum tun wir das? Das tun wir deswegen, weil Kolja Kleeberg uns heute etwas macht, was ich unglaublich gerne esse, wenn es gut gemacht ist. Königsberger Klopse vom Kalb mit roter Beete, Orangenmarmelade und Dillvinaigrette. Ja, ein echter, ja, deutscher Klassiker, werden wir gleich mal klären. Das Thema heute ist ja deutsche Klassiker. Jetzt reden wir von Königsberger Klopse. Wir wissen, Königsberg heißt heute Kaliningrad. Ja. Gehört nicht mehr zu Deutschland, aber es ist immerhin eine Stadt, die lange, lange zu Deutschland gehört hat. Lassen wir mal Geschichte heute und gestern einfach mal so stehen. Und schon um 1900 wurde in Kochbüchern dieses Gericht klassisch erwähnt. Und in der ostpreußischen Küche kommen Fleischklopse in einer säuerlichen Soße schon seit sehr, sehr langer Zeit vor. Und das ist eben ein ostpreußisches Traditionsgericht. Und damit können wir es ruhig als deutschen Klassiker stehen lassen, würde ich sagen. Vor allem, was macht ein Klassiker zum Klassiker? So. Dass ihn viele Leute kennen. Richtig, ist immer noch eines der beliebtesten Gerichte überhaupt in Deutschland. Hätte ich nicht vermutet. Ich hatte jetzt irgendwie auf Spaghetti Bolognese. Schau mal, können wir den Alfons mal eine Großaufnahme einfangen? Ist das Meditation am Kochtopf oder was findet da gerade statt? Ich überlege mir gerade, ob mir der Sud schmeckt oder nicht. Ja? Ja. Und ich sag dann, mir schmeckt er nicht. Wie schmeckt er nicht? Warte mal, warte. Kolja. Wobei, auf deinen Geschmack wird er die Klose wertlich machen. Komm, wir müssen jetzt wir checken jetzt mal, ob dieser Sud hier was kann oder nicht. Was ist denn das? Na, Moment, der Sud ist am Anfang seiner großen Karriere. Ja? Also, das heißt. Du meinst, das macht gar keinen Sinn jetzt. Nicht probieren. Ja? Das heißt, die Gewürze sind gerade reingekommen. Ich verstehe. Für was soll es denn sein? Na, das ist für meinen Waller. Also, für den Waller im Wurzelsud. Okay. So, und jetzt kommen die Gewürze, Männer. Jetzt machen wir den zu. Ich glaube, ich probiere doch vorher. Ich hab den noch nicht benutzt. Waller gehört jetzt nicht unbedingt zu meinen Lieblingsfischen, muss ich gestehen. Das wird sich ab heute ändern. Ja. Waller ist Wels, ne? War lecker. Lecker? Siehst du das hier? Ich nehme eine Tasse so. Schön sanft, wie der Meister selbst. Ich wusste, dass ihr Ahnung habt. Ich wusste es, Markus. Von dir weiß ich es noch nicht, aber ich bin mir überzeugt, in den nächsten Jahren wirst du dich so Art in Küchenmeister entwickeln, so nach dem Motto, lassen wir mal einen Reiberdatschi machen. Ja, ich habe in meinem Bekanntenkreis glücklicherweise Menschen, die von Kochen was verstehen. Ja, das stimmt. Den einen oder anderen, also vorne auf der Vorspeisenposition und so. Noch einen daneben. Und du, wir ratschen gleich, Alfons, in aller Ruhe. Muss das sein. Schauen zunächst mal, wie Kolja Kleeberg hier die Masse sozusagen für seine Königsberger Klopse fertigt. Das Wichtige ist ja, die Masse, die aus Kalbfleisch besteht. Ja. Und jetzt
kann man mal wieder ohne Rezept arbeiten. War das früher auch Kalb grundsätzlich? Weil das ist ja dann doch sehr feines Fleisch. Richtig. Und Königsberger Klopse, das war auch eigentlich ein feines Gericht. Zum einen zwar aus Hackfleisch, aber ganz klassisch aus Kalbfleisch. Das Kalbfleisch, ist schon richtig so. Mhm. Und ich würde es auch immer aus Kalbfleisch machen. Halb und halb Schwein gehacktes, Rind gehacktes, das finde ich, verliert so ein bisschen den ursprünglichen Charakter. Mhm. Wenn man nur Rind nimmt, dann wird das sehr, naja, dann schmeckt es fast wie ein Hamburger, würde ich sagen. Ja. Nur Schweinefleisch, es geht alles, aber dann wird es sehr deftig. Man kann das Ganze auch aus Geflügelfleisch machen, aber dann sind eben keine Königsberger Klopse mehr. Okay. Königsberger Klopse, da gehört Kalbfleisch rein. Die Faustregel für jede Hackmasse ist ein Pfund Hackfleisch, ein Brötchen, eine Tasse Milch, eine Zwiebel und ein Ei. Das Fleisch, wir wissen das von Hamburgern, könnte man auch so ein bisschen kneten, salzen. Ja. Dann schließt sich das Eiweiß auf, dann würde es auch zusammenhalten. Aber wir wollen es ja ein bisschen lockerer haben als so ein Burger-Patty. Deswegen kommt Brötchen dazu. Eingeweichtes Brötchen oder Brot in Milch, das macht es ein bisschen geschmeidiger. Mhm. So, jetzt haben wir ja eine Tasse Milch zum Einweichen. Ein Brötchen, das kommt hier dazu. Ja. Ein Ei, das Ei ist dafür da, wenn wir jetzt das Brot nicht mehr binden würden, würde die Masse auseinanderfallen. Wir wollen eine schöne, lockere Masse haben. Das Ganze wird natürlich gewürzt mit Salz. Salz schließt eben auch das Eiweiß auf. Weißem Pfeffer, schwarzem Pfeffer, das entscheidet ein bisschen der Geschmack. Schwarzer Pfeffer ist eigentlich immer charaktervoller. Man könnte sagen, es ist ein helles Gericht, da nimmt man weißen Pfeffer, aber ich nehme eigentlich immer schwarzen Pfeffer. Ja, dieser, ihr sagt ja immer, dass dieser weiße Pfeffer so leicht Das ist im Grunde genommen der kastrierte Pfeffer. Ja. Der schwarze Pfeffer ist der, der eigentlich das Aroma hat, der den Charakter hat. Der schmeckt immer muffig, weil er natürlich in Säcke reinkommt. Also drei, vier Tage im Wasser liegt, damit die Schale runtergeht. Und dabei nimmt er diesen muffig-käsigen Geschmack an. Und wenn du einen richtig ärgern willst, dann schenkst du ihm ein Kilo weißen Pfeffer. Ja, gut. Gut. Willst du eins? So. Okay, aber das ist sozusagen die Grundmasse. Genau, und so funktioniert auch jede andere Hackmasse. Ja. Ob für Buletten, für Hackbraten, was auch immer. Ein Pfund Fleisch, ein Ei, ein Brötchen, eine Tasse Milch, eine Zwiebel. Kann man sich eigentlich relativ leicht merken. Kann man sich super gut Sagst merken. Sagst du Bescheid, wenn du die Klopse dann zu klopsen Wenn ich sie klopse, lässt, genau, dann klopse ich mal einen mit. Der Name kommt übrigens vom Klopfen. Früher hat man das Fleisch nicht durch einen Fleischwolf gedreht. Mhm. Der ist nämlich später erst erfunden worden. Sondern man hat das Fleisch eben geklopft und dabei sozusagen auseinandergerissen. Okay. Aber ich rufe dich gleich noch mal, wenn es ums Klopfen geht. Ja, also. Das war uns im Orient heute noch, dass wir das Stein, das zerreiben. Und dann wird das wie so, also wenn das so Tatar ist, weil es ist eine zähe Masse, ich weiß nicht, ob Sie schon mal gesehen haben, da ist Eis drunter, damit es nicht damit es nicht verbrennt. Ja. Und dann emulgiert das ein bisschen und dann kommen halt wenig Gewürze, aber so ein bisschen, was man halt da neigen will. Aber die machen es heute noch so, deswegen das vom Klopfen, das stimmt schon. Okay, sehr gut. Dann freuen wir uns gleich und sind auch gleich bei dir, Alfons, zunächst mal. Aber begrüßen wir sehr, sehr herzlich den Mann, der George Clooney immer ähnlicher wird. Hier ist Alexander Herrmann. Alexander, schön, dass du da bist. Hallo. Das ist ja wirklich so, ne? Das machst du gerade. Guck doch mittlerweile so. Der Herr Herrmann ist gut in Form, ist mir aufgefallen. Wirklich. Ja, ist wie ein Wein, ne? Wird immer besser, je älter. Ne? Doch, ist was dran. Ja. Schon aufpassen, dass er nicht korkt irgendwann. So, Forellenfilet-Müllerin machst du uns heute, lieber Alexander, mit Zitronen-Nussbutter. Und die große Frage ist, was bedeutet Müllerin? Woher kommt diese Bezeichnung? Ich sah da immer diese wunderschöne Frau mit diesen langen Haaren verträumt an einem Bach sitzen vor mir. Du auch? Ja. Und während sie geangelt hat, hat der Müller von hinten ihr die Schulter massiert. So. Und dabei, hat sie noch gekocht. Ja. Nein, im Grunde ist, ich kann dir noch nicht einmal sagen, warum das Müllerin heißt, aber es gibt wohl die Überlieferung dadurch, dass diese Forelle leicht meliert wird, dass sie dadurch eben beim Braten Mehl, Müllerin, weil die Forelle, nicht der Schweinebraten. Und deswegen sagt man da Forellenmüllerin. Das Herrmann? Ja, nix das Aildon, weißt du. Ja. Also, aber du meinst, es kommt vom Mehl, ja? Ja, wäre eigentlich eine sehr naheliegende Klassisch Erklärung, ist es ja so, dass man diese ganze Forelle meliert. Natürlich hat man sie ausgenommen und dann im Ganzen schön langsam brät. Auch mit Butter, gerne auch mit ein bisschen Nüsse mit drin. Aber vor allem ist es so, dass durch dieses Braten mit der Butter ja dieser Nussbuttergeschmack entsteht. Und auch durch dieses Rösten mit dem, mit der Haut. Und ich mache das aber jetzt natürlich ein bisschen anders, weil ich tue Mandeln extra hier. Das ist nichts anderes wie Aufschäumen. Sag mal, was du da drin hast. Das ist Butter? Butter und Mandeln.
Und jetzt man sieht, dass das so ganz leicht aufschäumt. Das heißt, ich habe nicht zu viel Hitze. Jetzt einmal mit der Kamera direkt in den Kochtopf rein. Und jetzt siehst du auch, dass die so ganz langsam die Mandel anfängt, natürlich braun zu rösten. Und das ist sehr wichtig, weil ich natürlich einmal den Mandel, wenn ja geröstet ist, erst richtig Geschmack hatte. Und zum Zweiten gibt die natürlich auch, Das schmeckt aber doch bestimmt so auch schon gut. Ja, aber es ist jetzt nur Butter, gell? Ja, ja, also aber pass auf, Mandel ist heiß. Ist heiß. Ja, und kein Salz dran. Also gut wäre natürlich, wenn du dir noch eine Prise von dem Meersalz dann auf den Löffel gibst. Ich will schon ein bisschen. Komm, ich helfe dir ein bisschen. Nee, so ist gut, so ist gut. So ist gut, ja? So ist so rein. Ein bisschen Meersalz drauf und dann hast du da eigentlich. Ist das? Nee, das da hier in dem, in dem Gefäß. Ja. Und dann hast du schon einen schönen Snack, kann man sagen. Mhm. Schau, da habe ich jetzt hier. Heiß. Ja, sag ich doch. War richtig heiß. Gibst du gleich wieder. Mach das mal sauber. So, und jetzt schau. Aber Butter mit Mandeln als Snack zu verkaufen, das finde ich auch nicht schlecht. Respekt, Herr Frank! Respekt! Aber, weißt du, was ich mache? Das schmeckt ganz nicht toll. Da gehe ich jetzt her, das gieße ich nachher in Schokoladenformen, lass das kalt werden. Ja. Und dann sage ich, da haben wir schon den Mandeln. Das ist ein Dessert, ne? Sowas für was Schmerzfrei. Was bleibt dir zwischendurch, Bernd? Schokolade ist mein Part. Ja, das stimmt. Gut. Wie läuft es denn bei dir, Bernd, eigentlich? Kommst du? Du, ich bin relativ entspannt. Ja. Das könnte sich noch ändern. Okay. Weil wir ja hier immer gegen die Uhr kochen. Der klaut mir jedes Mal den Zucker, nachher reicht er mir wieder nicht. Ja, das macht er gerne mal. Wenn ich 3 Kilo Zucker drüben habe, was machst du überhaupt da? Zuckerkaramellisieren, damit die nicht so süß ist. Aber entschuldige, für wie viele Leute kochst du heute? Ich habe gedacht, ein paar wollen auch, oder? Ja. Bernd, du musst wissen, wo deine Freunde sind. Hättest du sie lieber hier vorne oder da hinten? Musst du dir halt überlegen. Okay, wir reden dann nachher drüber. Okay. Ja, das musst du mit den Kollegen hier klar machen. Meinetwegen darfst du das alles gerne machen. Nein, und das ist ja auch wunderbar. Du verteilst tatsächlich 100, 120 Pralinen heute hier? Wolltest du die haben? Nee, hier für unser Publikum. Willst du das machen? Ja? Hast du wirklich dabei? Ich hab mal was vorbereitet. Ja. Hey. Hilf mir beim Aufmachen. Wow. Ja. Wow. Hey. Ja. Respekt. Als Einstand habe ich gedacht, verteilst du die? Mach ruhig. Lass einfach mal durchlaufen, ja? So, wer will? So. Ich Bernd, die lass einfach, lass hier einfach rüber. Durchlaufen, Bernd. Ja. Sie hat sie. Ist auch im Stress heute, ne? Ist auch im Stress, ne? Ja. So, Alex. Genau, dann habe ich Mandelbutter. Die Mandeln quasi abgegossen. Genau. Jetzt sind die schön überall geröstet. Prise Salz, dann habe ich ein wenig Cayennepfeffer mit hingegeben. Und jetzt wäre es natürlich ein super Snack. Ja, und vor allem, weißt du, das macht Schlangen. Für vor dem Fernseher. Ja, absolut. Der hat ja kaum Fett. Das ist ja nicht so wie bei Chips, die im Fett rausgebacken werden. Das hat er nur in Butter gebadet. Das ist super. Das ist, da kannst du essen, du. Boah. Oh. Da hast du quasi, das ist Ayurveda von innen. Ja. Und die Butter, gute Gelenkschmiere. Und die Butter, die ja so ganz leicht jetzt auch braun ist, das sieht man vielleicht da, wenn ich so ein bisschen rühre. Da ist jetzt noch im warmen Zustand ein bisschen Zitronenschale mit drin, dass dieses Aroma von der Zitrone rauskommt. Und jetzt gebe ich da noch etwas Zitronensaft mit rein. Dann passiert was? Dann schmeckt es säurig. Ah ja. Ja. Dann, ich dachte, das emulgiert irgendwie. Ja, wenn ich ein bisschen rühre schon. Und das ist jetzt ganz wichtig für mich nachher, doch, weil die... Ja, du kennst sie aus. Ja. Ich finde schon, ja, ja. Mittlerweile habe ich das ja oft gesehen hier. Ja. Haben wir das gedacht, dass das eine chemische Reaktion hervorruft? Ja, das ist eher physikalisch. Das ist interessant, wie Herr Hermann aus diesem einfachen Gericht ein 5-Minuten-Monolog hält. Ja. Unfassbar, wie er das schön redet. Ich habe halt mal ein paar Vokabeln mehr wie du. Ja, das stimmt. Hast du ein paar Vokabeln mehr. So, also, Alex, gib alles. Ja, ich versuch's. Gib dir Mühe. Auch das. Dann wirst du da von rechts wieder abgekocht am Ende. Das wollen wir natürlich nicht. Sowieso. Und wir begrüßen jetzt mal sehr, sehr herzlich, wie soll man sagen, den Klassiker überhaupt. Ja, Deutschen. Sag einfach Chef. Soll ich einfach Chef sagen? Einfach Chef. Also, den Chef, den Meister. Zwischen Klassiker und Chef ist nicht viel Platz. Ja, es ist wahr. Also, wir begrüßen den Meister. Hier ist Alfons Schubeck, meine Damen und Herren.
Vielen Dank. Großmeister. Hausmeister. Jedi- Hausmeister. Ja, Hausmeister. Das ist wirklich so. Ja, halb sechs. Ja. Und Alfons macht uns heute einen Waller aus dem Wurzelsud mit Meerrettich-Senfsoße. Und wir müssen gleich mal erklären, ein Waller ist ein Wels. Wels, ja. Was ist denn das für ein Fisch, Alfons? Da, schau mal her, da vorne liegt er. Ach, der ist das. Ach du meine Güte. Er grundelt gerne, das heißt, er ist gerne unten, genau. Gibt er den Donauwaller, das ist ja Klassiker, am Bodensee gibt es einen Waller. Das ist der mit diesem Auslichter-Gedenkschnäuzer, gell? Mit diesem, das, der ja. Hat doch da diese... Etwas ja, steifer vielleicht, aber so in die Richtung. Ja. Ja. Flussmündungen ist er gerne. Ja. Mhm. Und ist eigentlich ein Fisch, wenn du den frisch erwischt und am gleichen Tag in die Pfanne legst, dann marschiert er wieder ab. Wie? Ja, weil der biegt sich, der dreht sich, der braucht immer einen Tag liegen. Ja? Eigentlich alle Fische, entweder du nimmst es sofort her oder lässt es über Nacht liegen, dann geht die Spannung aus der Muskulatur raus. Mhm. Und dann tust du dich auch leichter, wenn du Gräten ziehen musst. Hier hast du es ja ein bisschen einfacher. Ja. Okay. Das ist eigentlich ein Fisch, wenn ich den jetzt so einlege, ja, dann kann es sein, dass du irgendeinen Batzen hast, wo du da rumstichst und dir nicht gefällt. Deswegen mache ich jetzt so Scheiben. Und bei diesen Scheiben, schau, die lasse ich nur ziehen, ohne dass ich da die Flüssigkeit stark erwärme. Das, schau mal. Ich habe jetzt in diesen Essigsud. Nichts. Nein, das ist gar nichts. Ich habe jetzt in diesen Essigsud ein bisschen Vanille reingegeben. Ja. Das bricht den Essig ein bisschen auf. Mhm. Weil der Essig ist ja doch einer, der sehr stark polarisiert. Und mit der Vanille geht er ein bisschen, wird er charmanter. So, wie wenn du ein Glas getrunken hast. Ja. Ja, ja. Ja, ja. Ist, da kommt dieser Ursprungscharme dann durch. Ja, 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 ja. Dieser, siehst du das jetzt ein bisschen gläsern? Skilehrer gehen. Ah ja, bist du? Ich? Skilehrer? Nein. Hab ich nie geschafft, Skilehrerprüfung. Aber du fährst gut. Aber das ist wirklich lustig. Wir waren auf einer ganz kleinen Bergschule und waren 5 Jungs in der Klasse. Und die stolze Zahl von 5 haben wir auch nur erreicht, weil schon 2 Klassen zusammengelegt waren. Das ist wirklich wahr. Und alle meine ehemaligen Schulkameraden sind heute Skilehrer. Ja, bis auf einen nicht, der Dietmar nicht, aber der Rest ist Skilehrer. Und die sind sehr glücklich. Also geblieben. Dann schicken die mir manchmal eine Nachricht und sagen, du, heute hat's frisch geschneit. Und dann sitze ich wieder hier bei dir im Kochstudio und denke, mein Gott, das Leben könnte doch so schön sein. Stimmt, ja. Nein. Du weißt ja, wie das bei uns ist, Alfons. Kennst du das? Ja, das ist jetzt so. Der ist jetzt noch nicht ganz fertig. Aber wenn du ihn jetzt probierst, da ist jetzt nichts drauf. Mhm. Und wenn ich jetzt ein bisschen polarisieren, schau, und jetzt geben wir mal ganz ein kleines bisschen braune Butter drüber. Nein, nicht super. Jetzt probieren. Nochmal. Ich mag das ja gerne. Du kannst ein bisschen Olivenöl drauf geben, ja? Und jetzt kriegt er sofort eine andere Persönlichkeit. Merkst du das? Ja. Aber jetzt ist ja innen Butter weg. Aber ich mag gerne so ganz puren Fisch, esse ich furchtbar gerne. Das ist ein schönes Fleisch. Das ist kompaktes Fleisch. Und wichtig ist, dass man jetzt nicht kochen lässt, weil dann zieht er sich zusammen. Und du siehst ja hier, das ist ja ganz, eigentlich Stufe 5. Kannst du nicht viel falsch machen, auch wenn du eine Minute länger drin lässt. Ja, aber der nimmt schon den Geschmack von diesem Essig, nimmt er sofort an. Ja, ja. So. Ich habe da ein bisschen, ich hab reingegeben, ein bisschen Fenchel, ein bisschen Wacholder, Pfeffer, ein bisschen Piment, Lorbeerblattl, ein bisschen Ingwer habe ich reingegeben, ein bisschen Knoblauch. Und fertig. Und das habe ich ziehen lassen, 20 Minuten. Hast du schon gesagt, Alfons, was für ein Essig das ist? Ganz normaler Essig. Ganz, also ja. was heißt das? Das war jetzt mein Sud vorhin. Ne? Das ja, ist genau. Wenn da die Kamera reingeht, das ist so der Sud gewesen. Genau. Und den passiere ich ab, denn wenn ich jetzt hier in diesen Senfkörnern dann den Fisch reinlege, dann hast du das immer wieder drauf und dann tust du das runter. Mhm. Und einfach, wenn du das jetzt anschaust, zum Beispiel den Knoblauch, der ist nicht verbogen, das Lorbeerblattl ist nicht kaputt, das ist halt langsam die Energie aus den Gewürzen und aus den Kräutern rausholen und dann schmeckt am besten. Man könnte ja wunderbar Dillsoße dazu machen. Ja? Mhm. So Dill-Senfsoße ist auch gut. Was ich wirklich, darüber reden wir zwar relativ häufig, aber eigentlich immer noch zu wenig. Temperatur, ne, ist wirklich das Zauberwort. Wenn du dir das mal anschaust, wie wenig Temperatur nötig ist, um diesen Fisch jetzt trotzdem lecker, gell? Du auch hier, ne? Schau mal hier. Wir werden so oft gefragt, wie lange dauert denn das? Ja. Das ist natürlich ein Unterschied, ob man was bei 70 Grad macht oder bei 100 Grad. Das ist die Zeit, du hast vollkommen recht, die Zeit ist gar nicht so ausschlaggebend, sondern die Temperatur ist das Wichtigste. Genau. Schau dir mal hier die Forelle Müllerin von Alex an. Ja, das ist eine ganz ruhige Müllerin. Ja. Die liegt da drin. Wo bist du da? Schau mal, Stufe 6. So, ja. Also man muss halt bei 2/3 der Herdleistung. Ungefähr, ne? Ja. Mhm. Und das habe ich da kalt in die Pfanne reingelegt und lasse das jetzt ganz langsam da braten, damit die Haut die Zeit hat, zum einen leicht knusprig zu werden und gleichzeitig
Wenn ich jetzt hier mal so ein bisschen drauf drücke, merkt man, dass quasi das Filet ganz flach noch in der Pfanne liegt. Mhm. Weil es eben bei ganz wenig Temperatur reingelegt worden ist, dann entsteht, wie der Herr Schubeck ja schon gesagt hat, diese Spannung nicht und dann bleibt es schön flach. Und dann sollte es auch was werden. Ja, das ist ja etwas, was Alfons immer wieder anmerkt und sagt, das Entscheidende ist die Temperatur. Und wir machen uns ja auch alles, was da an guten Sachen drin ist, ja in der Regel kaputt, weil wir einfach zu heiß kochen. Alfons, herzlichen Dank bis hierhin zunächst mal. Kolja macht gerade Königsberger Topse, aber mit dem Eiswürfel, ja? Richtig, da hat man zum einen natürlich den Vorteil, probier mal. Man hat den Vorteil, dass wenn man den Eisportionierer hier ins kalte Wasser tut, dann hat man natürlich immer dieselbe Größe. Okay. Macht nur mit der Hand, ne? Richtig kleine, schöne, feine. Mach die Hände ein bisschen nass. Bisschen nass, ja, ja. Bisschen nass und dann, guck mal, wie ich das mache. Bisschen nass machen. Na, schau mal, das ist doch ein Klops, schöner. Das ist wunderbar, das ist aber man braucht noch nicht mal beide Hände. Also, einfach so wie so ein Golfball in der Hand kreisen lassen. Ja, in deinem Alter spielt man natürlich schon Golf, das ist schon klar. Spielst du Golf? Nee, nein. Ich habe noch genug andere Sachen. Noch genug andere Sachen, die ich zwischendurch mal zu tun habe. Aber lass mal, ich meine, deiner sieht fantastisch aus, da kann man nichts gegen sagen. Also, ja. Golfball gegen Golfball. Nee, ja. Ich spiele eigentlich lieber mit anderen, mit Königsberger Klopsen als mit Golfbällen, muss ich deutlich sagen. Genau. Und hier ist die Temperatur auch ganz wichtig. Du siehst, die Brühe, die kocht jetzt nicht, sondern die siedet, die simmert nur so leicht vor sich hin. Jetzt können wir hier, ich habe mal hier einen kleinen Kloß vorgemacht. Leg die schon mal rein, ja? Leg sie alle rein? Alle. Naja, die, die schön sind, nicht? Ja, gut. Aber wir können zwischendurch mal probieren. Immer ein Probekloß machen. Ja. Damit man auch sicher ist, dass die Masse hält und dass wir nicht jetzt hier gleich eine graue Sauce Bolognese haben. Geschmacklich gucken wir mal ein bisschen, wenn es wäre. Ja. Ich sag, wir machen immer ein Probekloß, damit man es jetzt hebt und wie schmeckt sie. Ja. Genau. Okay. Und das wollen wir jetzt. So, woran merkst du, dass der fertig ist dann? Kommt der irgendwie? Kommt der nach oben? Kommt nach oben. Ja. Kommt nach oben. Jetzt wollen wir mal einen Alfons probieren lassen. Oh. Dieser Klops ist jetzt natürlich in der Mitte noch rosa, aber das macht nichts. Wenn er außen hält, könntest jetzt einfach sagen, das war so gewollt. Na, er muss natürlich ein bisschen weiter garen noch. Ja, ja, ganz klar. Aber der hier, bei dem sieht man einfach, dass er außen hält. Das bröselt nicht auseinander. Und den Geschmack kann man so jetzt natürlich viel besser noch kontrollieren, wenn der jetzt knallheiß wäre. Da verbrennt man sich erstmal Zunge und Mund. Genau. Und so die Lippen. Raus. Und so vom Geschmack her. Herrlich. Die Soße ist natürlich noch entscheidend. Bernd, Bernd ist auch. Ja. Lass mal so ein bisschen auf, bitte. Die Soße ist entscheidend, weil der Kloß ist jetzt eher, sagen wir mal, neutral. Ja, der polarisiert ist mild. Sagen wir mal mild. Ist es der Kloß, den der Markus abgedreht hat? Oder ist es deiner gewesen? Der ist schon drin. Ich meine, jetzt wegen dem Aroma. Ja. Wie du sagst, die Soße ist entscheidend. Ja, Soße die ist entscheidend. Ist entscheidend. So sieht's aus. Kalbfleisch ist mild. Kalbfleisch nennt man auch das Chamäleon der Küche. Absolut. Weil es so unglaublich verschieden zubereitet werden kann. Ich muss auch ein bisschen Platz machen hier, ne? Ja, ich meine, nebeneinander sollen sie schon. Ja, eben. So. Das heißt, die lasse ich jetzt mal kurz fertig köcheln und dann kommen die nächsten dran. So, dann wasche ich mir jetzt mal schnell meine Hände, weil da ist jetzt kein Platz mehr drin. Wasch deine Hände in Unschuld oder sonst wie? In was auch immer. Wasser geht auch. Und wir freuen uns jetzt sehr auf Bernd, der in sozusagen guter Dinge ist. Bernd, oder wie sieht's aus bei dir? Was für ein Ding? Du weißt doch, guter Ding braucht Weile. Ne? Gutes Ding braucht Weile, genau. Ich filetiere gerade mal eine Orange, weil ich finde es immer so ein bisschen fies mit diesen Lamellen dazwischen drin. Ja. Übrigens immer ganz wichtig, wenn du da ein bisschen Angst hast, dich zu schneiden, ne? Ja. Warte, bis die Blutorangenzeit kommt, das fällt nicht so auf. Ja, ist gut. Ja, danke. Für so sachdienliche Hinweise sind wir immer sehr dankbar. Ne, Kolja? Kolja ist ja ganz gut. Ich habe direkt rote Beete genommen, da fällt es überhaupt nicht auf. Nicht? Kolja ist ja für mich mittlerweile Jackass der Küche. Das ist ja Wahnsinn. Na komm, du lässt dir den Rücken flambieren beim Grillen gelegentlich mal. Ja. Neulich wieder böse geschnitten. Böse. Ist noch immer nicht verheilt. Aber ich bin trotzdem gekommen. Also du hast dich hier schon echt wirklich ins Zeug geworfen für uns, muss man sagen. So, und Bernd macht uns heute ebenfalls so ein Klassiker. Heiße Kirschen mit Vanilleeis. Ja, klar. Ja. Ja, aber... Ja, ist ein bisschen langweilig, oder? Ja. Gut, also. Die heiße Kirschen... Die heißen Kirschen also, erst hier einen auf Konditorweltmeister machen und dann mit heißen Kirschen und Vanilleeis um die Ecke kommen. Ich habe Waldmeister gesagt, ne? Ja. Also, ich habe hier ein bisschen Zucker karamellisiert, habe das Ganze mit
Kirschen, die können ruhig tiefgefroren oder aus dem Glas sein, ist jetzt nicht tragisch. Dann gibt es ein bisschen Thymian dazu, den fische ich nachher wieder raus. Das geht gut zusammen, ja? Das Thymian mit echt lecker. Ja. Okay. Dann ein bisschen Vanille und hier habe ich eine besondere Vanille genommen. Ich habe eine Tahiti-Vanille verwendet. Tahiti-Vanille ist anders als die aus Madagaskar. Also Bourbon. Ja. Bourbon kennt ja heute kein Mensch mehr. Doch. Ja. Weißt du, was die Original? Ja. Nein, aber ich kenne die schon. Ich kenne die von meiner Waffelbäckerei. Die Insel Bourbon heißt jetzt Réunion. Jeder, der also diese Vanilleschoten dürfen in allen Inseln im Madagaskar überall dürfen Bourbon-Vanille heißen. Ja, okay. Und die Vanille, so müssen wir vorstellen, die Vanille konnte ja eine Zeit lang gar nicht mehr weiterleben, weil die Spanier leider, als sie da drüben richtig Gas gegeben haben, und man wusste nicht mehr, wie man die Vanille befruchten soll, weil es gibt ein Bienenvolk, das ist leider ausgerottet, die war in der Lage, die Vanille zu befruchten. Und das muss man heute, müssen das Arbeiter machen, mit so einem kleinen Schlitz. Mit der Hand, ehrlich. Wir werden bis zu 2000 am Tag schaffen, die mehr geht nicht. Ja. Stimmt's? Das muss von Hand gemacht. Die Maschinenpistolen bewacht diese Felder, weil Vanille ist eines der teuersten Gewürze der Welt. Die werden auch alle markiert. Zwei teuerste. Alle Nummerstempel. Ja. Genau. Und man sieht die natürlich nicht, weil die nachher beim Fermentieren natürlich schwarz werden. Aber die grünen Schoten, die haben alle so einen kleinen Nummernstempel. Übrigens, wenn das dann übrig heißt also, wenn wir, sagen wir mal, als Europäische Union irgendwann gar nicht mehr in der Lage sind, die ganze Kohle zurückzuzahlen, die wir dann bauen, wir einfach Vanille halt im großen Stil. Ich weiß nicht, wie das und zahlen dann in Naturalien. Im Odenwald geht das schwierig. Also, wir haben Feigen und andere Dinge, aber ja, mit Vanille wird's eng. Ich habe hier auch das Frittierfett auch schon mal ein bisschen Vanille dazu, damit es ein bisschen Geschmack bekommt. Weil wir werden einen hauchdünnen Filoteig frittieren, backen. Ja. Das hier, das ist ein kleines Schokoladenküchlein mit Olivenöl und wieder Thymian drin. Dazu brauchst du einfach nur Eier, Olivenöl, Thymian, Schokolade, Zucker, ganz wenig Mehl. Und das ist eigentlich schon alles. Was sagt denn einer wie du, Bernd, über die Qualität von Schokolade? Ich finde ja, dass die Qualität von Schokolade mittlerweile echt gelitten hat. Darf man das so laut sagen, ohne Ärger zu kriegen? Ja. Kommt drauf an, welche du jetzt meinst. Ja. Wenn du jetzt natürlich in den Supermarkt gehst, das ist ganz schrecklich. Ja. Aber es gibt mittlerweile Schokoladen, die sind unglaublich von der Qualität. Ja. So, meine Lieblingssorte ist Chuao. Ist ein ganz, ganz kleines Anbaugebiet in Südamerika. Ja. Und da gibt es nur ganz, ganz wenige Kakaofrüchte, daraus dann Schokolade, das ist unglaublich, kostet Schweinegeld, aber schmeckt zum Niederknien. Ja, ich habe neulich wieder mich mit einem Menschen unterhalten, der Schokolade handelt sozusagen im großen Stil und der sagte, dass die aus den Kakaobohnen mittlerweile das Fett rausnehmen, das verkaufen die dann an die Kosmetikindustrie, das ist dann schmiert sich die geneigte Society-Lady ins Gesicht, das, was ich eigentlich in meiner Schokolade haben wollte. Nee. Und stattdessen wird dann Palmöl in die Schokolade reingemacht. Das geht in Anführungszeichen nicht. Es gibt mittlerweile dank der EU natürlich ganz viele Dinge, die EU zulässt. Und das heißt exotisches Fremdfett. Das ist Mangokernfett zum Beispiel. Damit halt, wenn wir jetzt nach Italien gehen, die Schokolade nicht auf dem Rücksitz schmilzt, sondern auch stabil bleibt. Aber es gibt auch da ein Reinheitsgebot. Und ganz wichtig, bei der beim Vanilleeis, das haben wir jetzt schon da hinten in der Gefriermaschine drin, habe ich ein bisschen Tonkabohne dazu. Tonkabohne muss man auch aufpassen. Muss man reiben, wie Zimt, Muskatnuss und so weiter. Ganz, ganz hauchdünn sozusagen dosieren. Magst du mal probieren? Ja. Also nicht die Bohne, sondern das Eis? Ja, die Bohne, könnte ich die so auch essen? Ich trau mich jetzt nicht. Die kannst du lutschen, aber das macht nicht glücklich. Das macht glücklich. Das macht nicht glücklich? Warum? Weil es komisch schmeckt. Ja, es schmeckt ganz intensiv. So, jetzt gebe ich hier noch die Orangenfilets dazu. Und das ist ganz wichtig, dass die Orangenfilets nicht mehr aufkochen, weil sonst zerfallen die natürlich in ihre Bestandteile. Und das ist natürlich ziemlich... Bernd, über dieses Eis wird zu reden sein. Okay, dann gehe ich mal wieder. Nee, grandios. Oh, super. Nee, einfach Rezepte. Bernd, herzlichen Dank zunächst mal. Bitte, Kolja holt schon die ersten Königsberger Klopse raus. Oder auf die Freunde. Auf die Freunde. Du bist fertig, oder? Ja. Und auch Steffen Hensler ist auf einem sehr, sehr guten Weg. Schau mal hier, deine kleinen Wachteleier. Ja. Ist das so gewollt oder so passiert? Was ist das denn? Halt? Pochierte Eier, mein Freund. Zeig mal, wie pochiert man richtig ein Ei? Ja, du brauchst natürlich Wasser. Dann Schuss Essig. Schon das Eiweiß bindet. Und dann, das habe ich von Herrn Hermann auch schon wieder gelernt. Nein.
Hast du mal vor der Sendung zu mir gesagt? Ja, pass auf. Ich habe die Topfgegeber gesehen. Ja. Und da gibt es die Hänslers Kochschule. Und dann sagt er, jetzt zeige ich Ihnen, wie ein pochiertes Ei geht. Macht hier so einen Wirbel, gibt das Ei rein, denkt man, oh geil. Erzählt es jetzt hier, ja, war ja vor einem halben Jahr und sagt er, ach, so geht das. Stimmt, habe ich selber. Das ist deine eigene Idee gewesen. Ja. Verstehst du? Stimmt, der Müller's Ei. Ja. So, ja. Jetzt kommt, jetzt kann ich da. Jetzt guck mal hier. Pass auf, also jetzt Moment. Machst du den Wirbel. Ja, du machst den Wirbel und dann. Den Wirbel und da gibst du jetzt das Ei rein. Sag mal. Pass auf. Na, Scheiße. Ja, gut. So, und dann dreht sich das Eiweiß sozusagen gleich um das Eigelb und zerflockt nicht so völlig. Ja. Also es ist ein doch erotischer Moment. Hat was, ne? Sehr, es ist ein sehr sinnlicher Vorgang. Ich schaue da drauf und finde einfach nun mal, dass es... Was ist denn da daran erotisch? Der Herr Hermann ist wenn du ist das nicht siehst, dann siehst du mal, dass du nicht feinfühlig genug bist. Ah, ja. So rum. Ja. Gut, wir wollen das nicht weiter vertiefen. Nee. Und nehmen einfach nur diesen sinnlichen Vorgang genau, so zur Kenntnis. Dann versuchen wir jetzt einfach natürlich, das so zu pochieren, dass das Eigelb noch flüssig ist. Ne? Ja. Jetzt hast du hier unten das geröstete Brot. Wie machst du das denn, dass es noch flüssig ist? Also das spürst du ja. Das? Guck mal, nimm mal den Finger. Das spürst du. Ja, guck mal hier. Klar. Fass mal an. Ja. Merkst du, es ist noch ganz weich. Ah, ja, ja. Und okay. Wenn es natürlich nicht so hart ist wie die Kelle selber, dann weißt du, es zu spät. Ne? Oder, so, oder so hart wie dein Soufflé neulich. Das war kein Soufflé, das war ein Kugel. Das war ein Muffin. Ja. Ein sogenannter Taler-Muffin. Wir haben uns, ein Wurf-Muffin. Ich weiß von gar nichts. Ein Boomerang. Ich freue mich schon, wenn ich nachher dann hier die Forelle angerichtet habe. Die Nummer. Ja, ja. Also, unten haben wir jetzt das geröstete Pumpernickelbrot, einfach Öl kurz geröstet. Mhm. Dann das Tatar. Mhm. Dafür habe ich Petersilie und Schalotten in Butter angeschwitzt. Mhm. Das ist ein bisschen diese Zwiebelschärfe raus, die Zwiebelsäure. Sieht auf jeden Fall in das Tatar gegeben. Aus. Salz, Pfeffer, bisschen Wustersoße, bisschen Sesamöl, Schuss Sojasoße, Salz, Pfeffer. Mhm. Und jetzt diese knusprig gebratenen Kapern. Das ist übrigens eine ganz tolle Idee. So, hol die ran zum Essen, damit das nicht so kalt wird hier. Das ja. Kommt hier einmal Bernd, Kolja, Alfons. Packt sie das gut aus. Das kann man doch so essen, oder? Ja, doch gar keine. Aber so, für jeden einen. Ja, für jeden einen. Finde ich herrlich. Kommt hier einmal ganz kurz zusammen, bitte, damit wir es essen können, solange es noch einigermaßen warm ist. Kommt da nicht so oft vor, dass Steffen warmes Essen macht. Insofern sollten wir den Moment auch wirklich zelebrieren. Wenn es ums Essen geht. Na, bist du dabei? Super. Alfons, kommst du auch? Ja, bin schon da. Löffel oder Gabel? Was brauchst du? Nee, einfach so. Bring und die Hand du denkst mit. Auch an unsere beiden Schlachtgewinnerinnen, Jessica und Doris? Ja, mache ich noch. Machst du gleich noch, ne? Sehr gut. So. Groß Mahlzeit. Oh. Haut mal rein. Hinein. Und was ich ganz toll finde, sind diese gebackenen oder ja, Kapern, frittierten Kapern. Großartig. Alfons, du willst nicht, dann esse ich selber. Was soll ich sagen? Ich komm wieder. Was sagst du, Bernd? Ist lecker. Ist lecker. Ja? Absolut perfekt. Mehr noch? Ja, immer rein. Mehr noch? Kannst du das begründen, was dir daran besonders liebe? Ich liebe Waffeleier. Ja. Ich liebe dieses... dieses Gemisch aus Kapern, dieses Knusprige von der Petersilie oben drauf, das ist eigentlich alles da, was man braucht. Ja, das ist wahr. Wer kann sich schon gegen so ein Tatar wehren? Ja. Die Tataren vielleicht. Ja. Ich bin aber froh, zeig mal deine Hände. Kann man... Mit den Händen kann man Wachteleier schälen. Das ist der Hammer. Hallo, weißt du, wie fein die sind gegen deinen Bundmöhren, ne? Zeig mal. Das ist super. Das sind die Hände eines Konditorwerkmeisters. Ja, schau dir das mal an. Ja. Können wir das nochmal in Großaufnahme sehen? Achtung, pass auf. Wahnsinn. Ja, der Rest ist ja auch größer. Ich kann 160 Grad heiß anfassen. Ja? Ja. Kannst du wirklich? Ja. 160 Grad heißes Zeug kannst du anfassen? Gibt es doch so einen Spruch in der Küche, oder? Nee. Ja. Gut. Oh, nee. Der ist noch schlimmer als das, was er vorhin gesagt hat. Also, Wurststoff. Ja, dann lass ihn mal. Ja. Alfons, was sagst du? Ich finde dieses Krosse unten, dem Brot und dieses gut abgeschmeckte Tatar mit diesem geschmeidigen Wachtelspiegelei. Pochiert. Da müsste einer ganz ausmachen. Wollte nur wissen, ob du weißt. Ja, ich bin dabei. Ist er noch dabei? Ja. Nein, das schmeckt einfach. Also, was willst du denn da Blätter herreden? Und es sind so kleine so Häppchen, zack, rein damit. Und das denkst du, sie fix leider, das kannst du mir da. Das ist genial, ne? Ja. Ganz toll. Alex? Also. Herrmann, oh Herrmann. Ich bin ein großer Fan von Tatar. Absolut. Mhm. Und
überhaupt dieses ganz roh marinierte. Und die Kombination natürlich mit dem Ei, das so flüssig ist, dieses Eigelb, und mit dem Tartar dann unten dieses Brot, die schönen, würzigen, frittierten Kapern, das Knusprige. Also man muss schon sagen, der Hensler kann nicht nur mit Fisch, ab und zu gelingt ihm auch Fleisch, wie hier zum Beispiel, brillant. Oh. Sehr gut. Kolja, wunderbar. Ich habe schon gesagt, zum Essen muss man eigentlich ein rechtes Großmaul sein, weil man doch den Mund recht weit aussperren muss. Aber danach hält man ja den Mund. Ja. Weil man einfach viel Zeit damit verbringt, das zu essen. Man muss das wunderbar genießen, das ist ganz toll. Ja. Finde ich auch. Sag noch mal, Steffen, während Alexander hier fertig anrichtet. Wie hast du das mariniert? Was ist da alles drin hier? Alles Rinderfilet richtig fein geschnitten. Mhm. Nicht gewolft, weil ich finde, gewolfen kannst du auch, oder wird es meistens so eine kompakte Masse. Also ich schneide das dann lieber mit der Hand. Dann Schalotten, fein geschnitten, zusammen mit Petersilie in Butter angebraten. Du kriegst einmal ein bisschen mehr Geschmack an die Petersilie, an die Schalotten, und verliert diese Zwiebelschärfe. Weil normalerweise macht man ja Ruhe ran. Ja. Dann Salz, Pfeffer, ein Schuss Sojasauce, deswegen vorsichtig mit dem Salz, ein bisschen Sesamöl, das gibt so eine ganz leichte Bitternote mit. Genau. Und das war's dann auch schon. Schuss Olivenöl noch, dass es ein bisschen geschmeidiger wird. Ja. Und ein bisschen Senf. Grandios. Wirklich. Kompliment. Du machst was für... Ja, ich mache. Jessica und Doris fertig, ja? Ja. Obwohl, der Hermann, hast du schon fertig, dann kann ich danach machen. Ich mach als erstes für die Kuchen. Okay. Ja, dann kannst du in Ruhe. Ich gebe mich das Wissen vor. Ja. Da haben wir lieber selber noch einen Hacken rein. Sehr gut. Haben Sie, meine Damen und Herren, Lust auf ein Kaltgetränk? Piccolöchen, sowas, ja? Herrlich. Dann soll es so sein. Dann soll es so sein. Ist ja auch schon nach 11. Ist ja auch schon spät. Ja. Ja. Das ist wahr. Wusstest du eigentlich, dass die Doris Wirth, die heute bei uns sitzt? Doris ist Kinderbuchautorin. Ganz genau. Sehr schön. Finde ich toll. Finde ich super. Jessica, die bei uns ist. Jessica, die bei uns sitzt, ist Betriebswirtin. Ja. Und hast, und das ist etwas, was mich sehr irritiert, einen Lieblingskoch namens Alfons Schubeck. Kennt ihr uns beide? Wie konnte das passieren? Habt ihr zusammen gekocht? Es sollen Leute geben, Markus, die einen guten Geschmack haben. Das ist richtig, ja. Habt ihr zusammen gekocht, ihr beiden? Na klar. Ja? Und die Doris kann was? Und wie? Jessica, meine ich jetzt? Und wie? Ja? Gut. Wer hat mit Doris gekocht? Talent. Ja. Gell? Wer hat denn mit Doris gekocht? Johann Larfe. Ach, Johann, okay. Gut, dann können wir den jetzt nicht fragen, du was kannst, aber mit Sicherheit. Ja. So, bist du fertig? Ja. Kann man gleich zuhören oder nicht? Ja, bitte. Ja, wenn wir es einmal groß angefangen haben, warte noch einen kleinen Moment. Ach, das ist der hier. Alexander Herrmann, Forellenfilet, Müller in Art mit Zitronen, Nussbutter. Kolja, Bernd, kommt hier auch bitte kurz dazu. Alfons, du auch bitte. Nehmen wir einen Löffel, oder? Hab schon da. Löffel ist schon da. Danke. Du fehlst. Steffen hat schon probiert. Ja, Moment. Ich finde, es sieht auf jeden Fall schon mal optisch granatenmäßig aus. Das ist meistens beim Hermann. Man sollte trotzdem immer probieren. Ja. Man sollte trotzdem immer probieren. Er ist ein Handwerker, gell? Ja. Bei ihm. Es wäre ja schlimm, wenn du sagst, ja. Schaut scheiße aus, aber man kann es essen. No. Also, nein, es muss aber, ja schon schön aussehen. Aber mir ist lieber, das Auge ist richtig schon schön. Das Auge was ich gut finde, ist der Fisch super gegart. Auch die knusprigen Mandeln, aber was ich am besten ist, der Stampf. Und schön richtig Butter rein. Boah. Weißt du, richtig reingenagelt. Richtig schön lecker. Ich bin ja der Rührer, weniger der Neinagler. Also, so. Wenn du die Butter rechts hab ich auch schon gehört. Schon drin, ja. Nein, es ist. was denn? Nein, wirklich sehr, schön, richtig. Oh. Wo ist jetzt die Schokolade? Richtig voll. Die ist noch bei dir drüben. Okay. Ja. Richtig gut. Finde ich richtig schön, so Batsch. Ich habe ja mal zu Lea gesagt, du bist eine richtig klassische Köchin. Ja. Dass ich gleichzeitig damit sagen wollte, klasse Köchin, hat sie in einem Satz zunichte gemacht. Nein, ich kann alles, nur nicht kochen. Aber das, ja, hast du, also, hast du jetzt gesagt. Aber das kochen. Ist von den Zutaten, von den Komponenten, genau, Forelle Müllerin, ganz klassisch. Lecker. Bisschen abgewandelt. Lecker. Von der die Mandeln sind super, ne? Man muss nicht fieseln, dass man die Forelle am Tisch selber auseinander nimmt. Perfekt. Was sagt schön denn? Viel Butter. Ja. Was sagst du denn? Was denn? Was sagst du?
Ich mag normalerweise Forelle blau am liebsten. Aber das würde ich tatsächlich vorziehen. Ja? Schmeckt richtig lecker. Ich mag diese Kartoffelgeschichte. Die Mandeln, die sind perfekt, weil normalerweise ist Mandel immer so ein bisschen, ich sag's jetzt mal so unter uns, in der Küche meistens ein bisschen angebrannt. Aber das ist perfekt. Angebrannt. Angebrannt. Ja, so wie mein Karamell hier. Ja. Das muss ich weiter. Ja, sehr gut. Alfons, du hast noch gar nicht probiert. Also ich finde es sehr gut. Mir ist nur, hast du probiert? Ja, ich habe schon probiert. Bei mir geht es etwas schneller wie bei dir. Ja. Mir ist nur der Kartoffel, den der ich ein bisschen flüssiger mache. Also ein bisschen geschmeidiger. Ja, weil die Forelle natürlich perfekt gemacht ist und jetzt kommst du auf etwas Widerstand. Vielleicht sind wir ein bisschen zu Mandeln. Seit wann machst du keinen Widerstand? Naja, gerne. Aber er ist der Widerstand. Aber nicht bei der Kartoffel. Aber ich finde, also, man gibt ja nichts zu meckern. Aber wenn man jetzt ein bisschen reingeht, darf man sagen, wenn er da ein bisschen mehr Flüssigkeit reingibt, ist es noch besser. Vielleicht ist das der bessere Ausdruck. Noch besser, wie es schon ist, Markus. Aber die Frage ist ja, also welche Art Flüssigkeit gibt man da jetzt rein? Wie könnte man das bewerkstelligen? Also wenn ich das richtig verstanden habe, ist es nicht als Stampf, sondern mehr beim iPhones eher als Püree. Als Püree, ja. Und dann gehst du durch, weißt du, diese geschmeidige Forelle mit dem Kartoffelstampf und nimmst diese paar Mandeln mit und dann so wie der Schneepflug bist durch den Pulverschnee. So, wenn du in Südtirol einmal Urlaub machst. Das ist auch so hingeschaut und Menge. Ja, fliegst so durch, ja. Ja, gut. Also, ich stehe halt mehr auf diese Widerstandskartoffel. Stuttgart 21, da wurden sie geworfen. Jetzt liegt sie hier. Ja, ja, sehr gut. Aber ganz Gallien ist besetzt. Richtig Fett, Butter drin, ist auch super. Was hast du denn in diesem Stampf eigentlich drin, Alex, über den wir schon die Kartoffel. Ja, aber was noch? Die Kartoffel ganz langsam, im Grunde gegart, also eher so ziehen lassen, dass er nicht so stark zerfällt, beziehungsweise auch danach beim Ausdampfen, dass natürlich ein bisschen Wasser auch noch entfliehen kann. Und dann habe ich wirklich nur einen großen Löffel Butter rein, habe das damit zerdrückt. Und am Schluss eben noch richtig viel Petersilie, weil die auch klassisch bei der Müllerin mit dazugehört. Und das war's. Okay, ich habe mir noch erlaubt, eine Prise Salz dazu zu machen. Aber gut, das können wir gerade noch mal so durchgehen lassen. Aber Steffen scheint es richtig zu schmecken, habe ich das Gefühl. Ich finde das schön, weil das ist so, das ist wie Salzkartoffeln, die so durchgedrückt sind und dann noch mal Butter. Das ist, das ist ja bei der Müllerin macht man so Salzkartoffeln dazu und ich muss ehrlich gestehen, ich hasse Salzkartoffeln. Ehrlich? Das ist so ziemlich das Langweiligste, was es überhaupt gibt. Ich esse so gekochte Kartoffeln mit so Quark. Ja, Quark muss ich auch nicht haben, aber einfach. Verstehst du? Aber Kartoffeln einfach nur mit Salz. Noch langweiliger. Finde ich aber Also wenn ist lecker, Kartoffel ist immer lecker. Wenigstens Bratkartoffel. Aber nur wenn die gekocht ist mit nur mit Salz und Butterkartoffeln, das ist für mich dann bitte gestampft. Ich weiß auch nicht warum. Ist auch ein großer Unterschied, wenn man die Kartoffeln mit der Gabel verdrückt. Ne? Mental schon, mein Freund. Okay. Er hat ja ohnehin so einige Traumata und Dinge. Auf gut Deutsch, er hat eine Meise. Ja. Käse, Kartoffeln. Gut Deutsch, der hat eine Meise. Wahnsinn. Finde ich irre. So, Kolja haben wir noch gar nicht so richtig gefragt, ne? Oder? Kolja, du hast auch gesehen. Ich habe meine Meinung kundgetan. Ja, ich finde das grandios. Ja. Forelle Müllerin. Sieht anders aus, schmeckt aber genau so, wie es sein muss. Entschuldige, ich erinnere mich. Herrlich. Das ist ja so, Alfons. Jetzt aber. Alfons, leg schon mal los. Wie hat es denn Jessica und Doris geschmeckt? Habt ihr schon gegessen? Oh. Gar nichts. Noch gar nichts. Die hat kein Geld dabei. Doris. Hallo? Ja. Ihr kriegt jetzt mal ein bisschen Fisch. Und Tata haben wir auch noch. Macht doch noch einen Gnocchi noch mit drauf. Ja. Ihr kriegt jetzt zwei Gänge auf einen Teller. Ja. Das nicht so schöne, das war der Herr Hensler. Das ist auch an der roten Farbe zu erkennen. Das Filigrane, die Forelle, kommt vom Filigransmeister. Ja. Vom was? Ach, nicht weiter. So. Filigransmeister. Schau mal, Kolja hat hier, während er uns noch anrichtet, im Topfköcheln eine wunderbare Soße. Ne? Das ist die Soße. Zeig die einmal groß. Was hast du denn da drin? Ich habe angefangen ganz klassisch mit einer Mehlschwitze. Mhm. Das heißt, ich habe Butter nur aufschäumen lassen, nicht braun werden lassen. Schau mal, diese schöne Farbe an hier. Mehl dazugegeben. Früher hat man ja angefangen, mal so diese Mehlsoßen zu verdammen und hat alles mit Sahne und Creme fraiche gemacht. Aber wenn man die Mehlschwitze richtig dosiert, das heißt wenig Mehl, und wenn man das Mehl auch ein bisschen abröstet in der Butter, dann gibt das eigentlich eine sehr schöne Bindung, die aber trotzdem nicht so schwer, nicht so fett wird. Und zu einem klassischen Gericht, kannst du rausnehmen, danke.
Nee, ich meine nur, weil das Sieb ist größer als die Kabel. Es sind nicht mehr so viele. Ja, ich weiß, ich habe kleine genommen, aber. Alter, das geht schon. Also, und die restlichen Fische sind mehr. Danke, wir können. Wollte ich nicht stören. Danke, danke. Holger, wir reden gleich noch mal in Ruhe über die Soße, weil Alfons ist jetzt fertig. Wir sollten schnell essen. Ja, ja, ja. Hier, sonst ist es wieder kalt. Pass auf, werfen zunächst mal einen Blick drauf auf dieses wunderbare Gericht. Das ist ein Waller aus dem Wurzelsud mit Meerrettich-Senfsoße. Ist oder auch sein soll. Besteck haben wir da? Nein. Wir brauchen ein paar Löffel, würde ich sagen. Du hast einen? Ja. Alex, für dich bitte. Ja. Kolja, komm auch kurz bitte dazu. Ja, Bernd, dich brauchen wir auch. Und dann bin ich bin da. Schon da. Ja. So. Alles gut. Bist du eigentlich im Stress, Bernd? Oder? Warum? Nee, frag nur. Ja, ich bin doch hier zum Spaß haben, oder? Ja, absolut. Okay. Aber das erleben wir manchmal, dass auch sehr, sehr geübte Köche sich dann mit dieser Zeit ein wenig vertun und dann plötzlich merken, oh, das geht viel schneller. Stell es schon mal da hin. So. Du musst es ja nicht aufessen. Musst du nicht. Ich brauch mehr Soße. Ich muss aber eingreifen hier, ja? Ja, jetzt. Was mit der Schärfe ist echt der Hammer. Ist lecker. Sehr lecker. Mit der Schärfe? Ist da richtig was? Aber die Schärfe hole ich immer mit Chili ein bisschen. Mhm. Weil der Chili ist ein Gewürz, das bleibt in Erinnerung. Und wenn du mit Senf zu stark reingehst, dann ist es zu senfig. Aber das ist super. Und der Meerrettich, der wird dann bitter, weißt du? Das ist aber so, und ja nicht kochen lassen. Das ist eigentlich der Schlüssel ist immer, ja nicht kochen lassen, gell? Dann kommt das ein bisschen. Aber diese könnte man einen Hauch Orange nicht da, so eine Schale muss man nicht kommen. Und dann weil wenn du den Waller jetzt so reinlegst, ja, so, dann hast du so einen Klumpen, den aber keiner will, weißt du? Und wenn du das in so Scheiben schneidest, machst du auch bei den Suppen, dass du einen Hauch in das Fleisch nimmst, roh einlegst, dann kommt das richtig weich rüber. Und das ist nicht Alfons, anders, mit welchem Fisch könnte man diesen Waller oder Wels-Geschmack jetzt vergleichen? Ich hab mir überlegt. Ja, Geschmack. Die Lott kannst du nehmen, also den Seeteufel kannst du nehmen. Du kannst eigentlich jeden Fisch nehmen, wenn du ihn gefühlvoll behandelst. Aber die meisten brauchen nein, die Fische. Nein, geschmacklich vergleichen. Geschmacklich meine ich jetzt. Mit ja, zum Waller, so ein Süßwasserfisch. Ja. Bodenfisch. Ja. Karpfen. Wer mag denn eigentlich Karpfen von euch? Ich. Ja. Okay, ich Karpfen, nee. Der ist alles. Naja, Karpfen ist auch so ein Fisch, da muss man sich befassen damit. Ja, ja. Es hat keinen Sinn zu sagen, den mag ich nicht, sondern man muss schauen, was man da richtig raus hat. Ich habe einmal so einen Karpfen-Gulasch gemacht, den Karpfen nur in so ein bisschen so, also mit Tomate ein bisschen was, dann geht dieser Geschmack, dieser so, ein Hauch von Wald geht dann weg, um nicht zu sagen Moseln, aber so. Ein Hauch von. Also in Bayern, das sagen die rasselt ein bisschen. Muff, ja, ein Hauch von Muff. Ja. Aber das könnte ich mir dann mit Karpfen auch gut vorstellen. Geht auch gut, ja. Ja. Also. Einmal schnell, ich will einmal ganz kurz auf diese Soße noch mal zu sprechen kommen. Passiert mir selten, dass ich Soße so freiwillig löffel wie eine Suppe. Das ist ja unglaublich gut. Nein, da merkt man natürlich, dass man die Soße mit Fisch und Fisch mit Soße probieren muss. Ja, ich weiß, so ist es gedacht. Allein wäre die Soße natürlich sehr, sehr kräftig. Ja, aber der Fisch allein wäre, glaube ich. Die Konsistenz ist der Knaller. Die Konsistenz ist der Knaller, ja. Dieses cremig. Ja, das Entschuldigung, dass ich sage, leicht Fette, was der Fisch auch so braucht. Das ist eine wunderbare Sauce. Ja. Ich wusste nicht, dass du das auch gut wirklich gut. Was sagst du? Ja, genau. Dass er den Fisch gut gart, da braucht man gar keine Fragen schon. Auch das Gemüse, aber die Soße hat halt bei der Senfsoße, aber er spielt so ein bisschen mit dem Chili. Ja. Das hebt sie so hoch, es wird nicht zu scharf. Du nimmst immer mehr. Und dann kommt so der Meerrettich noch mal so durch. Ja, aber nicht zu viel. Ist immer oben an der Kante. Es ist wie so ein Chips. Es wird immer mehr. Sehr lecker, muss ich immer sagen. Immer am Limit, aber. Nicht drüber hinaus, ja. Das ist mal immer am Limit, ist auch gefährlich. Eben. Alex. Der Waller ist auch so eine Herausforderung vom Produkt her, weil der unten am Boden immer rumgrundelt. Das heißt, wenn du da einen frisch geangelten kriegst, musst du aufpassen, dass der nicht schlammig schmeckt. Das ist beim Karpfen ja auch so, die müssen am besten gewässert werden. Also die werden ein paar Tage in richtig klaren Gewässer quasi in einem Becken gehalten. Das dauert dann teilweise bis eine Woche und dann schmeckt es auch nicht mehr nach Schlamm. Okay. Deswegen ist da der gezüchtete Karpfen natürlich immer besser wie ein Wildgefangener. Beim Waller ist es ähnlich. Das ist natürlich ein super Produkt. Und ich muss sagen, die Soße ist die Sauce. Und das ist so bayerisch zu sagen. Die Monaco-Franze. In der Polizeikantine. Ja, toll gemacht. Kolja hat schon gesagt, dass er sehr glücklich ist, auch mit diesem Essen. Ja. Machst du was fertig oder hast du schon gemacht? Gell? Ich habe bereits observiert, Marco. Bei jungen Frauen bist du immer sehr schnell. Das ist mir schon aufgefallen. Ja. Sehr gut. Alfons, herzlichen Dank. Herzlichen Dank.
Kolja, ja, ich brauch. Bin fertig. Bist du weit? Ich, okay. Ich richte an. Du musst schon mit der Pfanne gehen, ja. Komm, lass den armen Mann einmal dekorieren, bitte. Unglaublich. Naja, dekorieren mit den Klecksen auf dem Rand hier ist ein nettes Wort. Ja. Aber die Soße, wie du eben gesagt hast, Alfons, die Soße gehört unbedingt dazu. Ja. Was ist da drin, Kolja? Also, ich fange noch mal an. Mehlschwitze. Ja. Mehlschwitze mit Weißwein abgelöscht. Ganz wichtig ist natürlich, dass die Mehlschwitze nicht dunkel wird, sondern hell bleibt. Dann kommt die Brühe, mhm, in der ich die Klopse habe ziehen lassen dazu. Der Weißwein, mhm, muss erst ganz runter reduzieren. Mhm. Die Brühe kommt dazu. Ein bisschen Sahne kommt dazu. Worcestershire Sauce oder Worcester Soße kommt dazu. Das Zitronensaft. Ist diese Soße, diese die alle zu Hause haben und nie benutzen. Genau, und ja, keiner weiß, was er damit machen soll. Ja. Und irgendwann, wenn sie die Farbe ändert, schmeißt du sie dann. Jetzt ist die Frage, ob man Kapern dazu gibt. Da scheiden sich die Geister. Ich mag Kapern sehr gerne. Ja, ich würde es auch in die Soße hineingeben. Komm, wer von euch ist für unbedingt Kapern auf Königsberger Klopsen? Hier im Publikum, bitte. Schau mal, wer ist dagegen? Ah, doch, ja, okay. Man also kann die Kapern wenige, ja separat aber dazu Sie sind geben. In der Minderheit, eindeutig. Hast du jetzt Kapern drin, oder? Ich habe die Kapern gebacken, aufs Kartoffelpüree, ja, draufgegeben. Sehr gut. Finde ich sehr gut. Also ich finde, dass man, also man gibt da Sardellen, es gibt da Leute, früher Sardellen, haben sie ja Heringe Sardellen reingegeben, Salzheringe haben sie auch reingegeben, deswegen ganz früher. Deswegen ist es ja auch so ein Königsberger Gericht, weil eben Königsberg, wie schon gesagt, eine Handelsstadt war. Man hat Ostseehering reingegeben, mhm, oder eben die Sardellen in die Masse. Mhm. Weil das Kalbfleisch halt so neutral ist, musst du irgendwas, mhm, reingeben, was ein bisschen den Geschmack hebt. Trotzdem finde ich, dass die Klopse eigentlich die Nebensache dabei sind, dass die Soße wichtig ist. Die ist schön. Hast du jetzt mal zu Ende erzählt, was da alles drin ist? Nee, kannst du noch mal verraten? Also, das ist ja Mehlschwitze. Bei Mehlschwitze? Mehlschwitze, Weißwein, Brühe, ja. Zitronensaft, ja. Worcestershire Sauce, ja. Estragon jetzt zum Schluss, das ist nicht ganz klassisch. Estragon, ja. Dill könnte man auch reingeben. Mhm. Aber ich finde, Estragon gibt noch mal so eine richtige männliche Kräuterwürze, ja, dabei. Dill ist immer so ein bisschen... So, bist du manchmal jetzt fertig? Jetzt habe ich's. Ah, sehr gut. Dann haben wir das jetzt, drei Anläufe haben wir gebraucht, aber wir haben doch jetzt einmal die Zutaten für die Sauce. Ja, Mehlschwitze. No, ja. Zitrone. Ja. Weißwein. Wie schmeckt es dir, Markus? Ja. Ich finde es grandios. Ich liebe es. Aber ist bei dir jetzt grandios? Ich mag, weißt du, was ich mag? Das kann ich dir genau sagen. Ich mag, also A, mag ich den Klops. Also wie der Klops an sich schon mal... Ja, das war ja auch deiner. Das, nein, aber was da alles drin ist. Also aber wenn du schaust, das ist nicht dein einziger Klops einmal ausreden. Pass auf. Und das Zweite ist, ich mag diese Soße. Und weißt du warum? Weil die nicht so, das ist nicht so eine schwere, breiige... Ja, das liegt an der Mehlschwitze. Lass ihn einmal ausreden. Soße, sondern es ist so eine schöne, leichte, fast wässrige Konsistenz. Oh. Die aber grand... Nein, also... Ist für einen Koch tödlich, wässrig. Nein! Jetzt lasst ihn heute ich mal ausreden. Ich habe nur Konsistenz gesagt. Aber der Geschmack... Es ist ein Wahnsinn. Und speziell auf Basis dieser Mehlschwitze mag ich das sehr. Let's go. Und das ist natürlich hier... Ich finde es wirklich toll. Was sagst du? Was also ich sag da mal, ich finde die roten Beete sensationell. Ja, da haben wir noch mir schmeckt es... Kartoffelpüree. Was ist daran jetzt sensationell? Darf ich jetzt ausreden? Dass sie nicht muffig sind, dass sie einen leicht fruchtigen Geschmack haben, Markus. Mhm. Dass es geschafft hat, dieses Erdige rauszubringen, mhm, und den roten Beete eine andere Persönlichkeit zu geben. Das mit den gerösteten Kapern auf dem Kartoffelpüree finde ich sehr, sehr gut. Die Soße, wie auch immer du sie wässrig nennst oder nicht, finde ich, hat einen Hauch von cremiger Konsistenz, damit du dich weiterentwickeln kannst. Die Klopse stören mich ein bisschen, weil sie etwas ungleich gedreht sind. Mit einem komischen natürlich. Fingerabdruck da drin. Ja. Und das Einzige... Ganz schlimm. Das Einzige... Heute ist wieder ganz schlimm. Das Einzige... Ja. Darf ich jetzt ausreden? Ja. Das Einzige an Kritik bei mir wäre ein Hauch zu viel Estragon. Aber das ist auch die einzige Kritik. Und das ist eine persönliche Sache. Wie du richtig sagst, ich kann da einen Dill nicht machen. Ich könnte auch eine Petersilie nicht machen. Aber ansonsten ist das Gericht zu 1000% gelungen. Absolut. So, jetzt einmal Steffen, bitte. Ja. Vielen Dank. Ich finde auch, das Püree ist super. Rote Beete finde ich auch sensationell mit dieser Marmelade. Das ist also richtig. Ich habe nicht gedacht, dass es so gut passt. Ja. Knödel auch so. Ich finde die Soße lecker, aber mir könnte sie fast noch. Ich bin so einer, der auch so einen Schluck Kapernwasser mit reinmacht. Noch einen Tick mehr Säure, noch salziger. Ja. Sie ist von der Konsistenz und vom Geschmack super. Für mich könnte sie noch mehr.
Bums haben. Aber ansonsten die Rube Beete finde ich sensationell, muss man sagen. Ist richtig, richtig gut. Die Marmelade. Ja. Ja. Hier, Alex. Ganz schwer, überhaupt noch was zu finden, was man noch sagen kann. Es ist ja alles nicht nur besprochen worden, sondern ich muss grundum sagen, dass mir alles schmeckt. Und ich finde es mit der Sauce wunderbar so. Ob die jetzt ein bisschen mehr oder ein bisschen weniger von der Kraft hat, wie du gesagt hast, ja, ist Geschmackssache. Man merkt halt auch, dass wie die Rolltechnik bei den Klopsen, die wurde ursprünglich wahrscheinlich auch in Arabien so gemacht. Weil die das eher, die wollten das die unterschiedlich. Die haben so Zwiebeltürme, die sind in Bayern auch. Ja, genau. Die hatten nur Nein, drei Finger, weil sie geklaut haben. Und dann freuen sie sich. Na, die haben das dann eher, die haben dann eher, das ist ja wurscht jetzt auch. Also ich find's super. Ich find's einfach toll. Also gut, wir bedienen heute wirklich jedes billige Klischee, wirklich jedes. Es tut mir leid für den Herrn Hinz. Gut gelungen, ist Gericht. Sehr. Kann man wirklich sagen. Und Kolja, großes Kompliment. Und während wir... Und ich muss mal eins sagen. Wenn ich mich umschaue, ist das das Gericht, von dem zumindest die ersten drei Reihen jeder noch einen Klops abbekommen kann. Also gleich ganz schnell. Ja, sehr gut. Vereinigt. Große, gefährliche Ansage. Vereinigt. Pass auf, ganz gefährlich. Das macht er. Das ist ganz safe. Pass auf, du musst dann... Oh ja! Kolja, denkst noch an Doris und Jessica. Wir machen Folgendes. Kommt ihr beiden doch einfach nach vorne. Und dann probieren wir hier gemeinsam ihr noch ein bisschen Klopse. Und wir freuen uns jetzt hier auf, was war das Spektakuläres? Heißes Vanilleeis mit warmen Himbeeren oder was? So die Richtung. Ja. Irgendwie. Heiße Kirschen mit, ah, ja, richtig. Mit Vanilleeis. Vanilleeis. Stell's einmal hin, Bernd. Ja. Stell's einfach nur hier hin. Ist jetzt fertig, ja? Kann ich gehen? Nein, du bleibst hier. Ich finde eh, dass du einen ganz tollen Einstieg heute hattest, Bernd. Hier, das hat großen Spaß gemacht. Und jetzt fallen wir einmal kurz drüber her. Ja. Wir haben die Pralinen geschmeckt. Nee, schleim dich jetzt nicht ein. Das hat keinen Sinn. Die können dir jetzt nicht helfen. Wie haben die Pralinen geschmeckt, fragt er jetzt. Wir fragen jetzt mal Kolja Kleeberg, wie ihm dieser Nachtisch schmeckt. Wie sagt man, gut Ding will Weile haben. Besser Ding dauert noch ein bisschen länger. Ja. Und das ist ein Grund, warum es ein bisschen gedauert hat, weil es fantastisch ist. Dankeschön. Gut Ding braucht Weile, besser Ding braucht Weiler, ja? Ja, genau. So, Steffen. Die heiße Kirsche mit Orangen, so klar, aber richtig lecker. Die Kuchen mag ich auch. Das Eis ist mir so, ist das Tonkabohne oder was? Tonkabohne. Ist mir vielleicht ein klein Tick zu viel Tonkabohne. Von der Konsistenz lecker, aber... Habt ihr schon probiert? Ja. Ansonsten würde ich auch sagen. Sehr schön, vor allem das mit dem Zucker. Schön, das zu zeigen, so. Sehr interessant. Übrigens, die einfachste Methode, das Ding nachher wieder sauber zu kriegen. Du hast ja deine Frau, ach so. Einfach abessen. Ja. Ah, nicht fein. Und am besten. Einfach das heißt, du gehst ins Restaurant durch und lässt jedem einmal runterbeißen. Ja, ist das so. Heutzutage kriegst du über den Lobby. So, Alfons, sag, wie schmeckt's dir? Also, ich muss mir ein Ding seiner Meinung, an Steffen seiner Meinung ein bisschen anschließen. Mir gefällt das. Ein Ding, Ding, Dang. Sehr, sehr gut geschmacklich. Herrn Hensler natürlich mit dem Ding. Sehr, sehr gut. Interessant ist zu sehen, auch, dass es ohne Wasser, ohne Ding gemacht ist. Ich bringe euch gerne was. Ich finde auch, die Kombination ist gut. Ich sag auch, ein Hauch zu viel Tonka. Wenn man es noch nie gegessen hat, die ist so gefährlich. Wenn du einmal mehr drüber reibst, bringst du es nicht mehr raus. Die haut es richtig rein. Die haut es richtig rein, ja. In Italien wird es ja gerne in Tomatensauce reingehaut, in Frankreich gerne in Gänseleberpastete, in Deutschland im Stollen, in Baumkuchen drin. Ja, normalerweise nimmt man das Quatre Pis her. Auch ein bisschen bitter, ja. Die Italiener hauen Tonkabohne in Tomatensauce? Ja. Da war ich eben in Urlaub hinfahren, in Jesolo ist das. In Jesolo, Jesolo Süd. Ja. Was sagt Alexander Herrmann? Hervorragende Schokoladenküchle. Dankeschön. Da müssen wir gar nicht drüber gesprochen. Ja. Und ja, es passt ja alles. Ich meine, was soll ich jetzt noch sagen? Wie schmeckt's euch? Genau. Unser Wünsche. Kolja hat schon gesagt, ne? Ja. Ganz lecker. Ja. Sehr gut. Okay. Dankeschön. Dann bedanke ich mich für eine sehr, sehr launige, sehr, sehr schöne Sendung. Vor allen Dingen auch bei unseren beiden Küchenschlachtgewinnerinnen Doris und Jessica. Doris könnte jetzt noch einmal
die Gelegenheit, die einmalige Gelegenheit nutzen und den Buchtitel raushauen, der Ihrer Meinung nach das schönste Märchenbuch ist, das Sie für Kinder gemacht hat. Und was müssen wir uns kaufen? Benny Blue und die Geheimnisse Arkaniens. Ah, okay. Also, das machen wir gerne. Bedanke mich sehr, sehr herzlich bei Alexander Herrmann, bei Steffen Hensler, bei Alfons Schubeck, bei Bernd Siefert und sehr, sehr herzlich bei Kolja Klebert. Das war's für heute. Jetzt die Kollegen von heute Nacht. Und wir sind nächste Woche wieder für Sie da, wenn Sie mögen. Bis dahin. Dankeschön. Tschüss.